Hallo im Küchengarten. Heute möchte ich euch gerne auf eine neue Reise mitnehmen. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ich meine Kompostwurmfarm wieder aufleben lasse. Es ist so, dass ich vor einigen Jahren, wie das die ganze Idee mit den Kompostwürmern aufgekommen ist und wie ich mit meinem Garten angefangen habe, mir schon so eine Wurmfarm zugelegt habe, so einen Wurmkomposter, einen mehrstöckigen. Leider gab es damals noch nicht so viele Informationen, wie das Ganze so läuft und was für Fehler und Probleme auftreten können. Deswegen ist mir diese Wurmfarm leider nicht gelungen. Meine Würmer sind teilweise gestorben und es hat Fliegen und Maden und Gestank gegeben, was jetzt nicht so toll war. Ich habe es dann im Endeffekt bleiben lassen. Was eine sehr schade Sache ist, weil so eine Wurmfarm ist eine großartige Möglichkeit, um organisches Material für den Garten, für den Gemüsegarten nutzbar zu machen. Jetzt habe ich mich entschieden, dass ich sie wieder aufleben lasse. Ich möchte es nochmal versuchen. Ich habe mich intensiv mit der Materie beschäftigt, habe auch herausgefunden, was für Fehler ich am Anfang begangen habe. Und ich möchte euch daran teilhaben lassen, falls ihr euch überlegt, so eine Wurmfarm ebenfalls anzuschaffen oder zu betreiben, dass ihr vielleicht aus meinen Fehlern lernen könnt, damit sie euch nicht passieren. Viele von euch denken sich vielleicht, jetzt mache ich schon einen Kompost im Garten, ich mache auch schon Bocage, warum jetzt auch noch eine Wurmfarm, warum noch auf eine dritte Art Kompost herstellen? Das ist eigentlich recht einfach zu beantworten. Der Wurmkompost hat eine unglaubliche Power. Er hat eine 5 bis 7 Mal höhere Düngewirkung als der normale Gartenkompost. Was mir zusätzlich auch noch gut gefällt, ist die Vielfalt, die man auch bei der Düngewirkung verwendet, also bei der Düngerherstellung, eben diese drei Arten, Bocage, mit den Mikroorganismen, der Gartenkompost und auch die Wurmfarm. Zusätzlich entsteht auch noch durch den Umwandlungsprozess der biologischen Abfallstoffe durch die Würmer der sogenannte Wurmtee, den man auch noch zum Düngen verwenden kann. Mich persönlich interessiert auch noch besonders dieser Kreislauf, wie aus einem Abfallprodukt, also unseren normalen Küchenabfällen, wieder etwas Wertvolles, Gehaltvolles entstehen kann, welches wir im Garten einsetzen können, um eine höhere Ernte einzufahren. Also solche Sachen geben mir ein unglaublich gutes Gefühl, dass ich im Einklang mit diesen ganzen Prozessen leben kann und sie mir zunutze machen kann. Was habe ich nun hier, um meine Wurmfarm zu starten? Zuallererst natürlich mal mein Wurmkomposter. Das ist derjenige, den ich mir vor Jahren gekauft habe. Der ist aus recyceltem Plastik hergestellt. Der hat mich so fasziniert, weil er leicht zu handhaben ausgeschaut hat. Er ist es an und für sich auch. Er hat nur ein paar Mängel, auf die ich später eingehen werde. Er hat hier unten, also ich zeige euch mal, wie der aufgebaut ist. Man hat hier also das untere Gerüst. Das hier ist der Auffangbereich für den Wurmtee, den man dann hier regelmäßig über diesen Zapfhahn auslassen kann. Das finde ich sehr komfortabel. Und dann hat man mehrere von diesen Kisten, in die Würmer eben hineinkommen und dann auch ihr Futter, also das organische Abfallmaterial, der steht dann hier so drauf. Und wenn diese Kiste voll ist, gibt es hier eben weitere Kisten, die man dann oben drauf stellt, also das steht dann höher, weil es ja voll ist, die man dann weiter befüllt und die Würmer können durch diese Löcher dann in die neue Kiste hinauf den neuen Abfall verwerten, wodurch dann in der unteren Kiste keine Würmer mehr drin sein werden. Und sobald das der Fall ist, kann ich hier unten dann meinen reifen Wurmkompost ernten. Und das kann man dann hier immer weitermachen und hat einen schönen Turm und eine schöne platzsparende Möglichkeit, um diese Wurmfarm zu betreiben. Dann gibt es natürlich auch noch einen Deckel mit Luftlöchern. Finde ich eigentlich eine tolle Sache.
Es gibt jetzt natürlich schon verschiedenste Anbieter, die diese Wurmfarm in verschiedensten Ausführungen herstellen, aus Holz, aus Ton, natürlich aus Plastik. Aber man kann sich so eine Wurmfarm auch selbst herstellen. Da gibt es im Internet verschiedenste Gratis-Anleitungen. Also da könnt ihr euch wirklich austoben, wenn ihr Lust drauf habt. Dann habe ich hier natürlich die Stars der ganzen Geschichte. Einen Sack, einen luftdurchlässigen Sack natürlich, mit meinen Kompostwürmern. Ich habe hier mit 500 Gramm gestartet. Die kann man sich ganz einfach über das Internet bestellen. Da muss man natürlich noch ein bisschen auf die Temperatur achten, dass die nicht bei Minusgraden verschickt werden. Es klappt eigentlich immer ganz gut. Dann habe ich hier noch einen Mineralmix, die, wenn man sich vorstellt, nur durch unsere normalen Küchenabfälle, da sind eben nicht alle Nährstoffe und Spurenelemente enthalten, um die Würmer zu versorgen. Außerdem könnte durch diese Küchenabfälle, wenn man zum Beispiel Kaffeesatz oder anderes oder ähnliches hinzufügt, ein saures Milieu entstehen. Das würde dann Geruch fördern oder Obstfliegen anlocken. Und deswegen gibt man einmal in der Woche so eine kleine Handvoll von diesem Mineralmix dazu, damit der ganze Kompost gesund bleibt. Hier habe ich schon das erste Futter, möglichst klein geschnittene Küchenabfälle. Dann ist hier auch noch eine Hanfmatte, die bekommt man auch dazu, wenn man so einen Wurmkomposter bestellt. Man kann sie sich auch nachher nachbestellen. Die verwendet man, um nachher die Würmer, das Wurmnest quasi abzudecken. Dann bleibt es darunter immer schön feucht. Die Würmer haben es dunkel und verschwiegen, so mögen die das gerne. Und unter diese Hanfmatte füttert man dann auch. Dann habe ich hier auch noch unbehandeltes Papier. Das war in dem Karton gleich dabei, in dem ich die Würmer geschickt bekommen habe. So etwas gibt man regelmäßig hinzu, da die Würmer das gerne fressen und es auch für den Nestbau verwenden. Das weicht man dann zuerst in Wasser ein. Das werden wir nachher gleich machen. Ja, und das war es eigentlich schon, was man für den Start so einer Wurmkiste benötigt. Zuerst fange ich einmal so an, dass ich den Würmern ihr Bettchen bereite. Ich reiße also dieses Papier in kleine Stücke und lasse es im Wasser aufweichen. Ihr könntet auch eine Seite des Lieferkartons verwenden. Karton funktioniert da auch ganz gut. Jetzt kommt die ganz wichtige Geschichte des größten Fehlers, Missgeschicks oder ja, Unwissenheit und vielleicht auch eine Fehlfunktion dieses Wurmkomposters, der mir passiert ist beim ersten Mal, wie ich diese Farm gehabt habe. Und zwar seht ihr hier bei diesen Innenkistchen, dass diese Löcher, wo natürlich ins obere die Würmer durchkriechen sollen, wenn sie in ein neues Kompartiment gehen und auch der Wurmsaft durchfallen soll, sie sind natürlich recht groß, weil man ja will, dass die Würmer durchpassen. Das Schlechte ist nun hier eben in der untersten Etage, dass die Würmer auch hinunter können in das Kompartiment, wo wir den Wurmtee auffangen. Und beim letzten Mal ist das dann so gewesen, und das würde jetzt diesmal sicher auch passieren, dass die Würmer eben hier durch sind, erstens unten in den Wurmtee ertrunken sind und zweitens die Löcher hinunter in den Wurmtee verstopft haben. Auch der fertige Wurmkompost hat diese Löcher verstopft und dadurch konnte dann der Wurmtee gar nicht mehr so gut abfließen, wodurch dann der Kompost hier oben, also das Substrat, wo die Würmer drin waren, viel zu nass war, zu feucht, es hat angefangen zu schimmeln, zu stinken, es hat Fliegen gegeben, die Würmer sind hier drinnen elendiglich verendet, also eigentlich eine Katastrophe. Und was ich diesmal mache, um dieser Katastrophe vorzubeugen, ich habe hier
ein Stückchen von so einem Gemüseschutzvlies, was ich draußen im Garten auch verwende, um meine Kulturen vor Kohlfliegen oder Kohlweißlingen zu schützen. Das ist ganz feinmaschig und das werde ich jetzt hier hineinlegen. Das ist doch noch wasserdurchlässig, aber die Würmer selber passen nicht durch. Das heißt, es sollte eigentlich kein Problem sein, dass die Löcher dieses Kistchens verstopfen, die Würmer durchfallen und mehr trinken. Ich hoffe, dass ich damit dieses große Problem gelöst habe. Jetzt ist das Bettchen sozusagen schon schön vorbereitet. Jetzt werden wir mal in den Sack schauen und uns die Mitbewohner anschauen, die neuen. Da sind sie, meine neuen Helfer, glücklich und fidel. Das Substrat ist jetzt schon ein bisschen trocken, aber dem werden wir gleich Abhilfe verschaffen. Es geht ihnen gut und sie sind voller Tatendrang. Jetzt werde ich meine neuen Freunde hier in den Komposter hineinleeren. Und dann schaue ich mir an, wie trocken das Substrat ist. Natürlich kontrollieren, dass mir kein Würmchen in dem Sack zurückbleibt. Nein, das schaut gut aus. Alles in Ordnung, alle draußen. Das schaut super aus, da wurlt's drinnen. Jetzt werde ich hier mein eingeweichtes Papier, das werde ich leicht ausdrücken. Das soll natürlich nicht triefend nass sein. Dann werde ich es unter das Substrat mit den Würmern mischen. Die Würmer habe ich, seitdem ich sie mit der Post geliefert bekommen habe, hier bei mir im Warmen auch schon 2 Tage mal rasten lassen, damit sie sich von der stressigen Anreise erholen konnten. Wenn ihr das nicht so gemacht habt, dann lasst ihr sie jetzt, bevor ihr sie das erste Mal füttert, hier in der Wurmkiste zuerst einmal 2 Tage in Ruhe, bevor ihr das erste Futter gebt. Da ich das ja schon gemacht habe, füge ich ihnen jetzt in einer Ecke ihres neuen Zuhauses schon etwas von dem Futter hinzu. Mische es leicht etwas in das Substrat ein. Dann kommt meine Hanfmatte drüber, um das Substrat feucht zu halten. Und die Würmer fühlen sich natürlich im Dunkeln wohl. Zu guter Letzt noch den Deckel drauf und schon können sich meine Würmer wie zu Hause fühlen. Bevor sich die Würmer jetzt an ihr neues Zuhause gewöhnt haben, kann es zur sogenannten Wurmflucht kommen. Das heißt, die wissen nicht so ganz, wo bin ich hier, gehöre ich hier hin, möchten vielleicht auf Wanderschaft gehen und die finden einen Weg aus jeder Wurmbox, auch wenn sie noch so ausbruchssicher gebaut ist, heraus. Es gibt ja doch überall Luftlöcher oder ähnliches. Um dem Ganzen vorzubeugen, weil sonst würdet ihr nachher am Boden überall kleine vertrocknete Wurmleichen finden, ist es ratsam, dass ihr in den ersten 2-3 Tagen, vor allem in der Nacht, wenn es dunkel ist, die Wurmbox permanent unter einer Lampe stehen habt. Denn die Würmer mögen überhaupt kein Licht, die halten sich lieber im Dunkeln auf. Das heißt, sie werden nicht aus der Kiste herauskommen, wenn es
außerhalb der Kiste hell ist. Und jetzt am nächsten Morgen schauen wir, wie unsere Kompostwürmer die erste Nacht verbracht haben. Fast schon kuschelig hier mit ihrer kleinen Lampe. Schaut mal gut aus, ich sehe rundherum keine ausgebüxten Würmer. Da kommt dann ein richtig guter, waldiger Erdbodenduft entgegen. Hier sind auch keine Würmer, die versuchen, in die Freiheit zu entfleuchen. Jetzt blende ich euch noch eine Liste mit Abfällen, Küchenabfällen, die in die Wurmkiste hinein dürfen, ein. Und jetzt auch noch eine Liste mit Abfällen, die eher nicht in die Wurmkiste dürfen. Das schaut richtig gut aus. Und während es hier draußen im Küchengarten eine zuckrige Schicht von Schnee gegeben hat über Nacht, verrichten meine Würmer drinnen fleißig ihre Arbeit. Jetzt ab dem Frühling, wenn es keine Minustemperaturen mehr gibt, werde ich sie nach draußen stellen. Bei über 40 Grad, also ihr müsst darauf achten, dass sie schattig und kühl stehen, bei über 40 Grad würden sie sterben. Bei minus 5 Grad ebenfalls. Das heißt, überwintern werde ich sie in meiner Garage. Aber im Sommer dürfen sie draußen in einem schattigen Platz auf meiner Terrasse stehen. Heute in der Nacht soll es nochmal richtig kalt werden, minus 5 Grad. Denkt also daran, eure Pflanzen, die ihr schon nach draußen gepflanzt habt, abzudecken. Und vor allem auch die Obstbäume, die gerade in der Blüte stehen, brauchen einen Schutz gegen den Frost. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen und hat euch etwas mitgegeben. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Frühlingsgartenprojekten und hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!